Moin Leute, ich hoffe, ihr seht mich. In diesem Video gehen wir mal so ein bisschen das Thema an Flüssigkeiten. Und zwar steht in der Anleitung drin, nach der Einlaufphase, haben wir jetzt, müssen wir gleich gucken, 3500 Kilometer oder so, sieht man mich überhaupt, gelaufen. Und da steht drin, dass man nach der Einlaufphase Öl kontrollieren soll und auch beobachten soll, nach jeweils 1000 Kilometer, ob der Motor mehr als 0,5 Liter Öl verbraucht. Weil dann muss er zum Händler. Das wollen wir mal gucken. Und zwar als Öl, man muss da ein bisschen drauf achten, man kann nicht jedes Öl nehmen, nicht jedes 5W30, und zwar muss es die RNV-Freigabe haben. Das ist eine spezielle Renault-Dacia-Freigabe. Deswegen muss man da mal gucken, dass man sich so ein Öl holt. Welcher Hersteller, ob original Dacia, Renault oder Ravenol, ist egal. Das ist ja dieses 5W30 Langlauföl. Des Weiteren haben wir noch Kühlmittel. Da kommt spezielles Kühlmittel auch rein. Es ist grün, es sah für mich eigentlich gelb aus. Da haut schon ab. Es sah für mich eigentlich gelb aus, es ist aber irgendwie grün soll es sein. Wie man hier sieht. Da wollen wir auch mal gucken. Man steckt ja nicht drin. Also ein Auto verliert, selbst wenn das Kühlsystem geschlossen ist, immer ein bisschen Kühlwasser. Durch die Schläuche kommt es immer so ein bisschen durch. Das ist natürlich so ein langer Prozess. Also keiner, der nach einer Woche ist, sondern nach ein paar Monaten verliert es immer ein bisschen Kühlwasser. Und ne, man kann natürlich jedes Mal zum Händler fahren und sagen, ja, kontrollieren Sie mal, gucken Sie nach. Aber steht da nicht umsonst in der Anleitung. Ich bin ja froh, dass in der Anleitung vom Dacia so viel drin steht, was man kontrollieren und selber machen kann. Bei vielen Autos steht es da nicht mehr drin. Das ist das Kühlmittel. Ich verlinke aber alles unten drunter vor Febi. Gucken wir auch mal nach. Und dann, im letzten Video habt ihr gesehen, haben die vergessen, lustigerweise, die ganzen Scharniere zu fetten. Wir haben also hier nirgendwo Fett. Deswegen hat sich von Liqui Moly die Spray geholt, ein Haftschmierspray. Das ist speziell für Türscharniere, da ist sogar ein Bild drauf, weil das ist wasserfest, lässt sich nicht abwaschen, salzwasserfest. Das ist dafür geeignet. So. Ich würde sagen, wir kontrollieren jetzt mal die Flüssigkeiten. Der Motor ist kalt, steht jetzt auch eine Weile. Gucken uns das mal an mit Öl und der Kühlflüssigkeit. Und dann sprühe ich mal die ganzen Dinger hier ein. So, man sieht jetzt auch, es gibt von LZ Parts hier so eine aufklebbare Motorhaubendichtung. Weil sonst sieht der Motor so aus. Aber naja, das lässt sich verkraften. So, Kühlmittel. Ich hatte ja immer gelernt, es muss auf matt sein, wenn er kalt ist. In der Anleitung steht, es muss nur zwischen Min und Matt sein. Ist trotzdem ein bisschen wenig drin, finde ich, weil wir sind knapp vor Min. Da könnte man mal einen Schluck drauf geben, dass wir das zwischen Min und Matt auffüllen. Also es soll nicht auf Matt. Es steht definitiv in der Anleitung zwischen Min und Matt, aber wir sind jetzt fast beim Minimum. Ich habe schon vorher gesehen, als wir das Auto bekommen haben, dass da ein bisschen wenig drin war. Ob der weiter gesunken ist, kann ich nicht sagen. Aber wir füllen den jetzt mal ein bisschen auf. Gucken wir mal im Motor, ob hier irgendwas sich gelockert hat oder irgendwas komisch aussieht. Jetzt nochmal Öl. Der finde ich Stab schrecklich. Der ist so in sich gedreht. Und deswegen geht der richtig beschissen rein. Und man muss da aufpassen, damit der nicht abknickt. So, komplett wieder rein. Ich habe schon vorhin geguckt. Der ist auf Matz. Also wir sind auf der Matz-Markierung. Es steht da, dass man bloß nicht überfüllen darf. Also nicht über Matz, was da drüber ist. Das ist einfach nur im Rohr drin. Aber ja, man sieht ja den Unterschied zwischen dem, was drüber ist, über Fokus hin. Da drunter ist es auf Matz. Es riecht auch nicht komisch, also nicht nach Benzin oder so. Und sieht auch nicht komisch aus. Also Öl ist in Ordnung, nur Kühlwasser. Jetzt ein bisschen Kühlwasser rein. Und dann war es das hier schon. Ich gucke jetzt nochmal im Motor, ob hier irgendwas sich gelockert hat. Irgendwie so Schlauchverbindung. Das sah nicht gerade so aus, ob das los war. Aber das ist so eine Spannstelle. Weil es in Ordnung ist. Wischwasser habe ich erst gestern aufgefüllt. Bremsflü ist auch matt. Gehen wir hier durch und dann fangen wir mal zu fetten. Hier vorne ist Fett dran. Oh, hier vorne ist Fett dran. Da kommen wir auch noch ein bisschen Fett reinsprühen. Fetter jetzt nicht. Vielleicht waren das 50, 100 Milliliter. Jetzt ist er unter Min. Aber nicht mehr auf. Unter Min, sag ich schon. Unter Matz, aber nicht mehr auf Min. So muss das. Ja, gut. Info: Wir haben 3570 Kilometer gelaufen. Ich habe jetzt das gefettet. Interessanterweise. Beifahrertür.
und Hecktür, die waren gefettet. Aber hier war nichts gefettet auf der Seite. Komisch. Fahr's jetzt eingesprüht, das bisschen einwirken. Und bei der nächsten Fahrzeugwäsche war Fett und Öl, zieht der Dreck an. Ich das mal einmal sauber wischen. Wenn ich das Auto gewaschen habe, hängen hier ja überall Tropfen. Die wische ich ja eh alle weg. Dann kann ich da ein bisschen Öl entfernen, weil es ist doch dünnflüssiger als dachte. Ich dachte, das wäre so ein Fett, Sprühfett, aber es ist eher so ein Kriechöl, was aber nicht abwaschbar ist. Also auch selbst salzwasserfest ist. Naja, aber das jetzt auch durch. Das Auto muss eh eine Waschstraße, aber das machen wir später. Unterbodenschutz habe ich auch schon im Kofferraumkarton, vielleicht haben wir das schon gesehen. Gucken wir, ob nächste Woche Samstag Marki Zeit hat und dann können wir den Wagen mal von unten begutachten nach jetzt 2 Monaten und 3.570 Kilometer gelaufen, was wie er von unten aussieht. Und dann versiegeln wir ein bisschen, dann machen wir Bremssättel und Trommeln nochmal, lackieren wir. Ein paar Arztteile werde ich auch noch ein bisschen nachpinseln, damit das also vor der Beschichtung, damit das eben länger hält und auch besser aussieht. Hohlraumversiegelung machen wir noch nicht, weil für Hohlraumversiegelung ist es doch noch zu kalt. Wir haben zwar teilweise zweistellige Temperaturen, aber Hohlraum soll man besser bei 20 plus machen. Wir verarbeiten und die Kriechfähigkeit sind besser. Weil wenn wir viel davon reinpumpen, es ist zu kalt, dann stockt das oder sammelt sich immer nur an einer Stelle oder so und es fließt nicht vernünftig. Deswegen werden wir da noch ein bisschen warten, wenn wir es machen. Ja, so sieht es aus. Also wir haben jetzt Öl kontrolliert, Kühlwasser kontrolliert. Vielleicht konnte ich euch damit helfen, welche Kühlflüssigkeit und Öl ihr braucht für den, ich gehe mal aus dem Wind raus, TC 150. Ja, wir haben die Türen geschmiert. Ja, jetzt mache ich noch ein paar Einstellungen hier, die ich jetzt noch machen wollte. Und zwar eine Sache ist ein bisschen, ihr habt vielleicht die Diskussion mitbekommen, dass nicht mal ein Beifahrer mehr einen Blitzerwarner in der Hand halten darf. Das ist ja alles verboten, Blitzerwarner. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das ein Polen-Reimport ist oder ob das alle haben, aber dieses Navi, was hier drin ist, warnt vor Blitzer. Das haben wir nicht in Innsbruck gemerkt und genervt, ja, und es nervt heftig, weil alle paar Sekunden piept und blinkt und sonst was. Das darf es eigentlich nicht. Theoretisch, ich weiß nicht, wie es aussieht. Normalerweise werden Geräte konfiziert, die das können. Geschwindigkeitswarner haben wir schon ausgeschaltet, dieses Bing Bing. Und jetzt werde ich noch Warnpunkte ausschalten, weil Warnpunkte ist wahrscheinlich das mit dem Blitzern. Das darf nicht an sein. Nur so als Info, ihr könnt es natürlich anlassen, ist eure Verantwortung, aber es nervt auch eigentlich nur. Und wenn man sich immer an diesen runden Schilder hält, dann funktioniert es auch. Also, ich fahre ja auch nicht jeden Tag nach Österreich und nach Mittenwald und so und ich habe es auch geschafft, dass ich nicht unbedingt geblitzt werde. Das wollte ich abschalten und dann wollte ich noch die Lautstärke des Telefons verringern, weil da wirst du taub bei, wenn du das nicht taub bei, wenn einer anruft. Müsste hier sein Telefon, das ist Signal. Machen wir ein bisschen niedriger. Telefon ist, glaube ich, die Sprachlautstärke. Das können wir so anlassen. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Gucken wir mal, ob es besser ist. Ach, nochmal einen runter. 11. Schauen wir mal, ob es geht. Ja, das war auch schon dieses Video. Ich weiß nicht, ich denke mal, wenn ich zum Marki nächste Woche Samstag fahren sollte, wegen Unterbodenschutz etc. pp. An diesem Fahrzeug. Mache ich das mit der Aufnahmekamera-Stativ hier zwischen den Vordersitzen gestellt und der Aufnahme während der Fahrt, damit ihr so ein bisschen mal ja, merkt, wie das Auto fährt und so. Oder ich mache es auf Rückfahrt. Müssen wir mal gucken. Ja, da werden wir gucken, ob ich das Video da aufnehme, wenn das zeitlich passt. Weil ich weiß nicht, wie viel Zeit Marki hat und wenn er nicht viel Zeit hat, dann mache ich eher das an dem Wagen hier, anstatt das Video und dann kommt später. Also entweder kommt, ich denke mal als erstes kommt das Unterbodenschutzvideo und danach das Fahrvideo oder umgedreht, keine Ahnung. Freut euch drauf im nächsten Video. Wir sehen uns.